Mitchristen. Immer wenn im Laufe des Kirchenjahres am vierten Ostersonntag eins der Hirtengleichnisse Jesu an der Reihe ist, muss ich zurückdenken an ein Erlebnis, das ich einmal hatte mit einer Kindergartengruppe. Mir war in meiner aktiven Pfarrerzeit eine Zeit lang die religionspädagogische Weiterbildung der Erzieherinnen in den Kindergärten des Dekanates anvertraut. Das war damals in den Jahren nach dem Konzil hier ein sehr wichtiges Thema, zumal damals gerade auch die Bedeutung der Vorschulpädagogik sehr stark hervorgekehrt wurde, gerade auch ihr religionspädagogischer Teil. Und so hielt ich eine Arbeitsgemeinschaft mit den Erzieherinnen des Dekanates, wozu auch eine Katechese gehörte, mit einer Gruppe eines Kindergartens. Als Thema hatte ich gewählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukas-Evangelium, also nicht das vom heutigen Sonntage, sondern das andere vom verlorenen Schaf. Es war eine Bildkatechese, mit Hilfe eines Bildes erklärte ich deinen Kindern das Gleichnis und sie waren auch gut bei der Sache. Und da kam mir der Gedanke zwischendurch, bei dieser Gelegenheit mich den Kindern vorzustellen als ihr Pastor. Sie kannten mich ja von den Besuchen im Kindergarten her. Und so sagte ich ihnen, ihr wisst ja, ich bin euer Pastor. Und Pastor, das ist ein lateinisches Wort, das heißt auf Deutsch der Hirt. Ich bin also auch ein Hirt. Wo habe ich denn wohl meine Schafe? Großes Erstaunen. Der Pastor hatte Schafe. Das war ihm ja ganz neu. Und ein Kind vermutete auch, ja, in der Nähe des Pfarrhauses, da war so eine große Wiese, da liefen schon mal ein paar Schafe herum, ob das vielleicht die Schafe des Pastors wären. Nein, ich löste dann das Rätsel auf und erklärte den Kindern, all die Leute um die Kirche herum, im weiten Umkreis, man nennt das eine Gemeinde. Das ist meine Herde, für die mich sich sorgen, so wie ein Hirt für seine Herde sorgt. Ich besuche die alten Leute, die Kranken, ich gehe in die Schule und erzähle den Kindern etwas vom lieben Gott, gehe auch zu euch in den Kindergarten hinein, denn ihr, dann ruschte mir der Satz über die Lippen, ihr seid ja auch meine Schafe. Oh, da hatte ich Unglücksrabe in ein Fettnäpfchen getreten. Und weil Kinder ja frei heraus sagen, was sie denken, Erwachsene tun das ja angeblich nicht immer, so die halten schon mal was zurück. Und weil Kinder in diesem Alter auch ja alle Leute duzen, so bekam ich von einem ganz beleidigten und empörten kleinen Mädchen zu hören, ich bin kein Schaf, du bist ein Schaf. Die Kindergärtnerin, die grinsten im Hintergrund und ich musste mal erst kräftig schlucken und habe dann versucht, das zu erklären. Das wäre ja nun ein Gleichnis und so weiter. Sie wären ja keine richtige Schafe. Was mir gelungen ist, die Wogen zu glätten, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte diese klug ausgedachte Katechese, die doch eine Musterkatechese hätte sein sollen, die hatte doch einen kleinen Schönheitsfehler bekommen. Naja, dachte ich, man kann ja auch aus Fehlern lernen, die man gemacht hat, aus Pannen, die einmal passiert sind. Und so fuhr mir auch der Gedanke durch den Kopf, als ich dann vom Kindergarten wieder nach Hause ging, das Kind hatte recht. Und zwar in beiden Aussagen. Die erste Aussage, ich bin kein Schaf. Ja, das stimmt. Wenn man nämlich die Hirtengleichnisse Jesu genauer sich ansieht, dann stellt man fest, dass sie primär Aussagen enthalten über den Hirten, was der für Verpflichtungen hat, für Aufgaben seiner Herde gegenüber, bis hin zur Preisgabe des eigenen Lebens. Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe, wie Jesus, der gute Hirt, es da doch gesagt hat. Wenn also einer aus dem Gleichnis herauslesen würde,
Die Aufgabe der Christen erschöpfe sich darin, immer schön brav und folgsam hinter den Hirten herzutrippeln, ohne eigene Meinung und ohne selber Verantwortung zu übernehmen. Dann würde er etwas herauslesen, was die Gleichnisse gar nicht meinen, was Jesus auch gar nicht hineingelegt hat. Wenn einer darüber nämlich etwas erfahren will, was der einzelne Christ für Aufgaben hat, für Verpflichtungen, dann muss er andere Gleichnisse Jesu befragen. Etwa das Gleichnis von den Talenten, die uns anvertraut sind, zu treuen Händen. Dem einen mehr, dem anderen weniger, mit denen wir arbeiten, wirtschaften müssen, worüber wir einmal werden Rechenschaft ablegen müssen. Nein, bloße Schafe sind die Christen nicht. Da hatte das Kind recht, ohne eigene Meinung, eigene Verantwortung. Da hatte das Kind recht, wenn er sagte, ich bin kein Schaf. Und dann die andere Aussage, du bist ein Schaf. Das stimmt auch. Wenn nämlich alle Christen abhängig sind von der Hirtensorge, die der eine gute Hirt Jesus Christus uns schenkt, dann gilt das für den Priester in derselben Weise wie für alle anderen Christen auch. Auch er muss darum immer wieder auf die Stimme des guten Hirten hören, wie es heute im Evangelium ja so betont wird. Auch er muss immer wieder sich vom Hirten auf die Weide führen lassen, muss sich Nahrung geben lassen für das geistliche Leben im Sakrament der Eucharistie. Und auch er hat es nötig, immer wieder mal sich zurückholen zu lassen zur Herde, wenn er mal eigene Wege gegangen ist, sich von der Herde entfernt hat, wie Jesus das erzählt im Gleichnis vom verlorenen Schaf, was sich ja doch abspielt bei der Beichte im Bußsakrament und was darum auch an zwei Beichtstühlen hier so schön anschaulich dargestellt ist in der Sixtuskirche. Das alles gilt für den Priester in derselben Weise wie für alle anderen Christen auch. Auch da hatte also das Kind recht, wenn es mich daran erinnerte, du bist auch ein Schaf. Ich meine, wir hätten alle, Sie und auch ich als Priester, Veranlassung, dem Kind dankbar zu sein. Danke, liebes kleines Mädchen, du hast uns eine wirklich wichtige Lektion erteilt. Danke.